Hallo und herzlich willkommen hier bei einem weiteren Burning Abyss Deck Profile von eurem Frischi Toastbrot. Wir spielen einmal Glänzender Soldat, Gesandter des Anfangs, dreimal Kier, dreimal Graf und dreimal Skarm. Wie sollte es auch anders sein? Außerdem zweimal den Opa der Mathematiker. Dreimal Tourguide spielen wir hier, einmal Effektverschleierin, einmal Verlockung der Finsternis, zweimal Abschiedsgeste, dann Rangsteigerungszauber Astralkraft dreimal, törichtes Begräbnis, zweimal Topf der Gegensätzlichkeit, zwei MST, um den Gegner ein bisschen zu ärgern und Nachschubtruppe natürlich, um eine Karte zu ziehen, dann Reisende und der Weg zum brennenden Abgrund, komm zu mir in die Hölle, hoho! Und bodenlose Fallengrube als nächstes, Reißenattribut, zweimal Fallenbetäubung, zweimal Durchbruchfähigkeit, um richtig durchzubrechen. Ich gebe dem Himmel High Five, die Karte ist auch richtig geil und ernste Warnung. Im Extra-Deck spielen wir Gaia-Drache, Nummer C, 69, zweimal Sternzeichen-Kundler Pleiadan, dann Nummer 61, betäubende Magierin, Nummer 30, Chronomaler Kristall-Chrononaut. Dann Grenosaurier, Geistertrick, Alucard und blablabla und blablabla und als letztes natürlich dreimal Dante. Und jetzt werde ich euch ein super Combo zeigen. Also wenn ihr nichts auf der Hand habt, außer MST, dann setzt ihr MST und könnt erstmal Zauber und Fallen gerade auf dem Spielfeld zerstören. Boucher! Und das war's hier mit dem Burning Abyss Deck Profile. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Ciao.